So, hey Leute, guck mal, ein neuer Haul und zwar vom Mediamarkt und eine Sache von medienversand.at. Ja. Habe einiges ausgegeben und habe von 65 irgendwann noch 2 Euro. Moment. Ja. Hier einmal habe ich 12,43 € ausgegeben. Halt, das ist jetzt nur 12,56 € habe ich ausgegeben. FSK-Kontrolle geprüft. Fangen wir mal mit medienversand.at an. Da habe ich mir den Film Human Centipede gekauft. Uncut-Version, da fehlt aber ein Disc, deswegen werde ich den mal anrufen. Ja, cooler Film. Hier geht es um einen kranken Professor oder einen Chirurg, der, also ja, egal, kommt bei einem anderen Video mal. So, jetzt geht es mit dem Mediamarkt weiter. Einmal habe ich mir so ein Headset gekauft, weil da gab es so Aktion-Dingens draußen von Trust. Ups, ja, von Trust. Ich öffne es auch mit euch. Das ist nämlich auch ein Unboxing natürlich. Mit dabei. Und ja. Moment, ich muss erstmal das hier öffnen. Ach, da oben ist ja auch noch zu. Moment. Ich kann gerade ein bisschen dauern. Hab's gleich. So, jetzt. Das dauert gerade ein bisschen. So, hier. Ich habe noch ein anderes von Trust, aber ich will mal gucken, ob es bei dem auch rauscht, wenn ich auf dem Teamspeak oder so bin. Und ja, 12 Euro und. So, dann. Eine Maus für 6 Euro. Kabellos. Da gab es auch die Farben hier, aber ich habe halt die genommen, weil. Ja, einfach am schönsten gefallen. Ja. Muss mal schauen, ob ich irgendwie was Spitzes habe. Ich habe keinen Bock, hier die ganze alles aufzureißen. Ach, geht easy bei denen. So. So, schon draußen. Verschiebe ich die Maus raus. Hier eine Anleitung, aber die brauche ich überhaupt nicht. Und ja, hier ist die Maus. Das fällt ja halt alles runter, egal. Hier dann dieser USB-Anschluss, wo man dann halt die Maus steuern kann. Löffelbatterie und ja, 6 Euro. So. Weiter geht's mit dem Film. Erstmal gleich hier auf Blu-ray. Das ist eigentlich ein Horrorfilm, ne? Wobei ich überhaupt gar keinen Blu-ray habe, aber das gucke ich dann mit meiner Schwester, weil die hat. Ja, bei der Kamera drüber schauen. Einmal das hier. Ist ab 18, ist ein Zombie-Film. Ich ja, hat jeweils 2,99 € gekostet, war bei dem 3 Euro Blu-ray Regal. Und ja, weil ich als Filme sammel, habe ich gedacht, ich muss mal wieder welche kaufen, weil ich hatte nicht so viel. So. Mit Wendekamera, Moment. Ja, mit einem Wendekamera. Das sieht man als FSK-Zeichen noch. So, der zweite Film ist Pimp Bullies. Opfer eines Bordells. Aber 18. Das habe ich zweimal gekauft für meine Schwester, weil die hat bald Geburtstag. Auch jeweils 2,99 €. Ja. Ich muss mich beeilen, weil ich kann gerade nur 9 Minuten lang filmen. Aber ist egal, kriege ich hin. Ja. Hier. Den Film natürlich zweimal, wie gesagt. Dann Sour Name.
Auch 3,99 €. Ja, Menschenfleisch. Und einmal hier die Hefe-Eis. Hefe-Eis. Auch ab 18, auch 3 Euro jeweils. Und ja. Egal, ob noch 4 Minuten zu finden. Alles gut. Splatter Collection. Ja. Und auch mit Wendekamera. Moment. Ja, auch Wendekamera. Und dann hier einmal die Sonne. Mal schauen, wie der Film so ist. Hoffentlich hat er auch keinen Grafikfehler, weil ich habe mir das schon mal zwei gekauft. Du hast letztens und einen von hat einen Grafikfehler gehabt. Da hat die ganze Zeit so ekelhaft Titels. Also sind die ganze Zeit so gewesen. Ja. So, es geht zur DVD. Einmal Freitag der 13. Teil 1. Ach, hat 8 Euro gekostet übrigens. Ja, musste mit, weil ich hab irgendwie Bock auf so alten Filme. Alte Filme. Du hast ein sehr heißes, perverses Wetter. Ja. Ja. Und hier siehst du die Friday. Und so. Dann. Mutants an Cut. 5 Euro. Moment, kurz mal öffnen. Weil das immer so schwer geht bei denen, ne? Wobei ich auch mit Gewalt auch. Ne, spart mit Gewalt nicht, aber da sind nämlich auch 3 Karten dabei. Moment mal. Ach man. Das dauert gerade wieder ein bisschen. Es will einfach nicht aufgehen. Ach Mist. Es tut mir leid, dass es gar nicht aufgehen will. Da muss meine Kopfhörer ran und ich steche sie einfach auf. Asian Human Centipede hat mit Versand 24 Euro irgendwas gekostet. Egal, weil ich mach mal im nächsten Mal ein paar normal Aktivitäten 4. Ich glaube 16 hat 7,99 Euro gekostet. Und wird auch nicht so aufgehen. Aber ganz ehrlich, das stört mich wenig. Denn mit etwas Ruhe geht's auf. So, endlich. Hab's auf. Also ich mag die 3 total. Es kommt dieses Jahr im Oktober. Also 22. Oktober. Ein neuer Teil. Das war der richtige 5, weil die gezeichnet. Das ist nur ein Spin-off. 3. Das hier ist jetzt die Extended Cut und Kinoversion. Und dann Texas Chainsaw Massacre. 10 Euro kostet. Ist ja nur ein Remake des Kult-Schockers. Ach, die so DVDs mag ich. Man kann es gerade aufwickeln. Das ist ja so ein Fetzen, das kann man einfach aufmachen. Aber ich krieg den Fetzen hier gar nicht raus. Alt. In einer wahren Geschichte, übrigens. Ja, hier DCB und ein. Egal. So, und jetzt. Naja, egal. So, jetzt hier auf und hier sind die 3 Karten, Postkarten. Das hier, das Bild. Einmal so ein Bild. Einmal das Bild. Jo, das war's jetzt mit dem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Haul hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Und ja, Kritik und so in die Kommentare schreiben und Wunschvideos und so weiter. Und ja, dann bis zum nächsten Video.